Und immer mit dem Finger. The Bear. Ist der Papa? Ja. Gut, heirate ich halt dich. Are you all right? Where's Lily? The beast took her into the woods. Everyone's chasing them. You appear fine, so I'm going to join them. I'll go with you. I don't think it's a good idea. She's my sister. All right, but for your own good, stay close. I'll look for a crossbow. We'll need some light also. It'll be dark out in the woods. Darf ich eine Vermutung äußern? Der Bär ist gar kein Bär. Das ist ein Lykanthrop. Nein, ein verzauberter Mensch. Wahrscheinlich hat der Ehemann den verzaubert, aber dann passt der Anfang nicht. Nee, ist ein Bärbär. Ja, aber... Also ein Theriotroph, glaube ich, heißen die. Jungchen, alles okay mit dir? Did you see that thing? Ja. It was huge! Ja, das habe ich auch gesehen. Hast du die Augen gesehen? Die waren grün. Please find Auntie Lily. Ja, wir versuchen was. It's no fair. They said I'm too young and have to stay in the village. Ja. I hope they catch that monster and free Auntie Lily. Ja, das, vielleicht sollen wir den mitnehmen. Vielleicht macht er den Bären Angst. Wer ist hier unverletzt? Der olle Jonas und das Kind. Der olle, was sagt der denn? Der klopft immer noch. He's right. You'll need a light. That is, if you're reckless enough to enter the forest while the moon is full. Es müsste doch dann genug Licht da sein, ne? Ich wollte gerade auch sagen, die größte Lichtquelle im finsteren Mittelalter war eigentlich nachts der Mond. Ja, naja. Die Kerze bringt vielleicht nicht so viel, aber okay. Those fools went into the forest while the moon is full. Bad idea. That bad idea. Was ist mit Tante Lily? I've told that it's not a good night for a wedding, but nobody wanted to listen. Full moon over the abyss. Bad omen. Very bad. Ja, der olle Jonas, keine Sau hört auf ihn. Schlechtes Omen. Wirklich schlechtes Omen. So, was ist mit dem Vater? Na, erst ja. Der Vater ist doch bestimmt ohnmächtig. Ich glaube, das ist ein und dasselbe. But he'll be all right. Ein Balken ist auf seinen Schädel gefallen. Aber das ist nicht so schlimm. Schweres Schädeltrauma. Blut läuft wahrscheinlich aus den Ohren. I'll take good care of him. Trust me. Ach so, das ist die Dame, die... Das ist die Dorfhexe, die kann das. Ja. It's nothing serious. He'll be better soon. Guck mal, rechts im Fenster, da ist eine Lichtquelle. Struck your dad's head. Okay. But he'll be all right. Ja, das habe ich auch schon gesehen. Was ist das eigentlich für eine lustige Kerze? Das ist doch... Eine komische. Das war doch gerade ein Haus, oder nicht? Ich glaube, das Haus ist abge... Da. Ach, ist das so ein... Ah! Oh, wir haben solche Dinge auch. Ja, wir haben ja schon beim ersten Bild nichts gesehen davon. Deswegen wird das wahrscheinlich eh nichts. Können wir hier gucken, wie viel wir schon haben oder so? Im Schatten eines uralten Waldes auf dem Grund eines nebligen Tals liegt das einsame Dorf Ravenbrook. Ob wir die Geschichte fertig hören werden, weiß ich nicht. Ich komme wieder zurück. Nein, da, warte, aber... Ah. Ach nee, es war... Aha. Naturgeister haben wir noch. Da gucken wir dann rein, wenn wir irgendwas davon gefunden haben. Trophäen. Tropener, Trophäen und Geschichtsauszeichnungen. Da haben wir aber schon zwei. Ach so, das sind diese Sachen. Ah, das sind so die das sind so Errungenschaften, Achievements. Okay, ich glaube, du hast nicht gelesen, was wir noch machen können. Ich habe es nämlich nicht gelesen. So, okay. So, wir brauchen Licht. Licht, ja doch. Mal sehen, was du sagst, wenn wir es so versuchen. Ich sollte erst eine Lichtquelle finden. Ah, Captain Obvious. Du bist übrigens nicht besonders weiblich. Wir haben eine weibliche Protagonistin. Ach, stimmt. Ich sollte eine Lichtquelle finden. Nee, das klang nur komisch. Versuch beim nächsten Satz nochmal, okay? Okay. Beim nächsten.
Ich channel mal so meine weibliche Protagonistin. Die Scheiben sind herausgefallen und die Kerze ist heruntergebrannt, aber wenn es mir gelingt, die Laterne wieder zusammenzubauen, kann ich gewiss gut brauchen. Sie gewiss gut brauchen. So. Kann ich gewiss gut brauchen, Sie? Ich, Yoda! Das hier ist übrigens ein Kürbispie. Wir haben ein super leckeres Rezept dafür. Können wir, wenn die zusammengebaut wird, einfach den essen? Nein. Ach. Da ist ein Stück. Ach so. Da ist noch was. Wo kommt das hin? Da. Wer hat denn sowas gemacht? Hier, einer hat was in Kaffee geworfen. Hier ist noch was. Und unter diesem Kuchen ist bestimmt was. Da vorne. Unter dem Kuchen. Ups, ich verwundere das jetzt nicht mehr, aber von vorne einfach. Nee, wieder. Hier unter der Serviette. Ich wollte doch den Kuchen essen. Ach so, den Kuchen. Das ist keine Serviette. Schatz, erlaube Timmy an der Hochzeitsfeier teilzunehmen, aber danach soll er sofort nach Hause kommen. Er hat immer noch Hausarrest, weil er nahe dem Klamm gespielt hat. Ich werde mit ihm darüber sprechen, wenn ich zurückkomme. Hab dich lieb. So, was haben die damals geschrieben? Hab dich lieb? HDL. Es ist ausgeschrieben. Das ist allein ein Hinweis darauf, dass es in der Vergangenheit passiert ist. Wieso? Nein, weil dich groß geschrieben ist. Das wird jetzt nicht mehr so geschrieben. Wieso darf denn Timmy an der Hochzeit teilnehmen? Timmy. Und wo ist denn der Briefschreiber? Der hat keinen Bock gehabt, oder was? Also, das ist also der Junge ohne Nase, ist also der kleine Timmy. Der kleine Timmy möchte aus dem Dorf abgeholt werden. Okay, ist komplett. Die Kerze ist nahezu heruntergebrannt. Ich brauche eine neue. Na gut, dann klauen wir die halt. Ja, bitte. Nehmen Sie mit. Ich nehme die mal. Vor allen Dingen eine lepprige, lapprige Kerze. Lepprig. Das ist voll hell. Mit grünem Glas. A lantern, eh? Not too bad. Let's go. There's no time to waste. Ah, der gute Mann hat seinen Crossbow gebracht. Lauf schon mal vor. Achso. Kommen wir noch? Ich war noch gar nicht in der Taverne. So, dann klick mal drauf. Fest verschlossen. Ja, ich komm. I see them. We have to hurry. Ich möchte aber nicht zu den Geistern gehen. Dunkle Schatten. Kann man hier hell machen? Look, the bear. Der hat zwei verschiedenfarbene Augen. We have to follow him. The slope is too slippery. The slope is too slippery. The slope is too slippery. Na dann guten Rutsch. Also da gehen wir jetzt nicht mehr lang. Der Suchtrupp ist schon zu weit weg, zu dumm, aber wir dürften die Fährte nicht verlieren. Also ich muss ja dazu sagen, die sind ja mit Fackeln gelaufen. Fackeln sind schlecht. Also es gibt da mehrere schöne Videos auf YouTube. Vor allem, weil es regnet. Ja, das ist kein Problem, aber mit Fackeln sieht man nichts. Weil Fackeln sind so hell, dass du in der Nacht dann plötzlich nichts mehr siehst. Was auch erklärt, weswegen die an dem Bären, der da oben drauf stand, vorbeimarschiert sind. Dun, dun, dun. Ja. Du hast nicht drauf gedrückt. Ja, das war ja auch. Warte. Ah. Talisman. Sie haben das Dorf mit zahllosen Talismanen umgeben und entfernen sich nie weit von diesem, schon gar nicht des Nachts. Aber hier fehlt ja, noch wir haben irgendwas vergessen. Verloren. Verloren? Ah, ja, was ist das denn? Ob du noch was siehst hier. Ich glaube, hier in der Ecke habe ich irgendwas gesehen gerade. Was denn hier mit? Was denn Allow hier me. Also schön, ein Mann. Danke. Hä? Wo kommt die Tür her? Das habe ich mich jetzt gerade aber auch gefragt. We need to do something to lock its wheel. Halt doch einfach fest. Wo kommt das? Aber wieso? Wo kommt die Tür her? Was mit dem eigentlich? Hallo? Die Statue will das Horn nicht loslassen. Was für ein Horn? Achso, das ist ein Horn. So. Die sieht in etwa wie ein Keil aus. Achso, das ist ein Keil leer. Eine der Augenhöhlen ist leer. Bäh. Such deine innere Göttin. Ah.
Diese eigenartige Figur hält einen Hammer. It's Hammer Time. Okay. Danke. Wofür? Was? Achso, Achso, ein Horn. Ah. Wie lustig ist das denn? Zahn. Achso, das ist ein Zahn. Bombs. That was easy. Ja. So was stelle ich mir auch immer vor den Toreingang von der Stadt. Das ist ein Teil. Aber warte, jetzt will ich nachher gucken. Abgeschlossen. Wo ist denn jetzt dieses eine Bild, was noch fehlt? Wieso ist es nicht da? Hier, bitte. Come on! No time to waste! Ja, geh schon mal vor. Wir suchen noch ein Bild. Ja, okay. Normalerweise ist das bei Wimmelbildspielen, dass man immer wieder zurück kann. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, das wird hier nicht passieren. Nee, ich habe ja, okay. Das auch nicht. Und wir werden die Geschichte nicht ganz lesen. Mal sehen, ob wir herausfinden, was in dieser Geschichte so passiert, ohne dass wir die komplette Geschichte kennen. Werden wir sehen. Ja, ich komme ja schon. Come on! Ja. No time to waste! Ich wollte auch... Ich. So. Ach, das hat er ja gut gemacht. Der Klassiker, die eingestürzte Brücke. We have to find a way across that ravine. Ich bin ein starker Mann. Wenn wir doch nur diesen Baum fällen können. Ich drück schon mal. Okay, da ist eine Eule. Es hat bereits jemand versucht, den Baum zu fällen. Es gleicht einem Wunder, dass er noch steht. Naja. Wer hat denn das versucht? Okay. Ein weiterer Talisman, die Menschen Kälte. Müssen Kannst fällen. Hast du vielleicht den Talisman? I could use this map to keep track of my position in the forest. Ah. Eine Map. Es una Mappe. Und Ziele haben wir auch auf einmal. Nee, hatten wir wahrscheinlich vorher schon, ne? Ja. Yeah. Eine Map. Toll. Ich muss wohl zunächst das Seil lösen. Hä? Von was? Das da? Ah. Ups. Ups. Den können wir auch gebrauchen, was wir alle brauchen können. Leeren Kessel. Ich will den haben, der ist voll süß. Können wir den haben, bitte? Was haben wir denn hier noch? Nicht. Mama. Aha! Ich komme nicht an den Eispickel, der Baumstamm ist im Weg. Nee, ich tue einen Kessel drauf. Das wäre lustig, wenn das nicht passiert. Dann klappt das. Ja, aber. Der, was steht denn da oben? Der Kessel ist nicht schwer genug. Ach so. Ja. Dann tun wir den Stock da. Dann da. Ich hoffe, du überlebst da. Ah, der danke. Mach Pipi. Pipi Stein. Mit genügend Kraft könnte man den Stein zertrümmern. Pipi Stein. Pipi Stein. Also sowas wie Urinstein. Wie zertrümmern? Wieso wollen wir den Stein denn zertrümmern? Ich weiß auch nicht, warum die den Stein zertrümmern will. Das ist eine ziemlich Akro-Tante. Die macht alles kaputt, ja. Weil sie klaut Kerzen und mach kaputt, Kessel was dich kaputt macht. Ach. Nur der zersprungene Stein verhindert, dass der Fels herunterspringt. Ah. Was? Okay. Ach, den müssen wir jetzt mit dem Eispickel behaken. Nachdem wir den Eispickel rauffreien. Du hast etwas Nützliches gefunden. Einen vollen Eimer. Jetzt stellst du den Eimer auf das Holz, glaube ich, drauf. Mit genügend Kraft. Nein, das hatte ich schon. Good idea. Can you help me? Ach, halt die Groschen. Was soll denn der Quatsch jetzt? Blöd, Mann. Jetzt bist du da, weißt du? Ich muss das Gewicht noch ein wenig erhöhen. Ja, setz dich drauf. Ach so, ich wieg nur so wenig. Ist doch ganz zart. Hä? Na. Ich denke, ich helfe dir. Guck mal, da vielleicht irgendwie das ausgegangene Feuer. Nee, das. So, der macht auch hier. Wir brauchen dieses Ding. Ach, kann die Katze sich nicht damit draufsetzen?
Komm, geh mal in den Kessel. Ja? Ich sollte etwas anderes versuchen. Geh hier drauf. Das scheint nicht zu funktionieren. Da müssen wir wahrscheinlich nochmal zurück. Heute? Nein, das ist wieder gut. Oh, guck. Nein. Oh, guck mal. Oh. Da, Eispickeling. Seltsam. Okay. Guck mal, wie stark wir sind. Ah. Oh mein Gott, er rollt direkt auf uns zu. Nein, auf den. Good job. Let's catch the beast. Volltreffer. Fälle den Baum und überqueren den Abgrund. Jo. Abgrund, Überquerung. Don't shoot. You might hurt Lily. Idiot! Where am I? What is this place? Neue Aufgabe, wo bin ich? Und bin da. Tada! Within the shadow of an ancient forest, on the bottom of the foggy valley, stands a lonely village of Ravenbrook. There lives the folk, cheerful and diligent, yet warily superstitious. They've surrounded the village with countless charms and keep close to them, especially at night. Aha, die sind, nachts waren die nah an den Talismännern? Nein, die ver... Warte. Die entfernten sich nicht weit von diesem, also dem Dorf. Und haben überall Talismane aufgehängt. Das ist sowas wie Ravenloft. Also Ravenbrook ist Ravenloft. Also Ravenbrook. Ravenbrook. Was haben wir hier? Rösen. Da oben, oben ist eine Höhle. Spaß nicht, ich hab nichts gesagt. Ich brauche eine Klinge. Jetzt, hallo? Jetzt habe ich extra nichts gesagt. Ja. Hallo? Auf dem Altar hat gewiss mal eine Figur gestanden. Danke für den Hinweis. Das sieht jeder. Woher willst du das denn wissen? Auf jeden Fall. Oh meine Güte. Ein Teil des Reliefs muss herausgebrochen sein. Da liegt der. Naturgeister gefunden. Was kriegen wir dafür? Dich packe ich ein, du kleines Naturgeistlein. Ach, das liegt da einfach dann. Ach so, ja gut. Gut. Okay. Dann ist das. Geh wieder zurück. Kätzchen. Geh mal da hoch. Warte. Geh da hoch. Damit komme ich hier nicht weiter. Ach. Ich kann das einfach nehmen. Sag das doch mal. Ich muss das freischneiden. Das passt nicht. Ich muss es zu nichts säubern. Wasser. Ach so, das Wasser ist kristallklar. Klar. Gleich wird's Drecksbrühe. So, du hast etwas Nützliches gefunden. Reliefstück. Sehr gut. Ich habe früher immer gedacht, das heißt Reliefstücke. Da war ich aber noch so 6 oder so. Ach oder komm, 7. 26. Reliefstück. Was? That was incredible. But I think something broke in the mechanism. Ach so. Bom, bom. Das war toll, aber irgendwas ist kaputt gegangen. Guten Tag, Olle. Ich finde diese, das hier ist ja quasi dann so Wimmelbildspiel, ne? Also das finde ich irgendwie ganz cool gemacht eigentlich. Eine Sichel. Das ist das Symbol eines lange in Vergessenheit geratenen Kultes. Ja, der Mörderhexen. This place is full of surprises. Surprise, surprise!